Hey, es ist Donnerstag, der Tag in der Woche, an dem wir über Kosmetik für den Teint, für die Gesichtshaut sprechen, Foundation, Concealer und Powder. Und ich glaube, das haben auch einige schon vermisst in der Range von Themen in meinem täglichen Beauty-Journal hier auf Magimania. Es wird sich abwechseln mit dem auf Donnerstag, den letzten verlinke ich euch natürlich auch hier. Und damit wäre auch die Auswahl an Themen auf Magimania jetzt auch offiziell abgeschlossen. Ihr findet sie alle nochmal in der Videobeschreibung aufgelistet für euren Überblick. Und den Auftakt in dieser Rubrik macht ein Highly Requested Product. Spätestens seit dem Video gestern, aber ich weiß, dass ihr auch viele über Instagram gesehen haben, dass ich sie natürlich im ersten Anlauf direkt gekauft habe. The Ordinary Colors Serum Foundation, in meinem Fall in der Nuance 1.0N. Darüber hinaus wird sie als semi-matt geführt und als leicht bis mitteldeckend. Um das Produkt nur kurz zu umreißen, würde ich gerne Bezug nehmen auf einen Blogpost von mir, den ich zum Launch verfasst habe, nämlich die 7 Gründe, warum sich die Welt sozusagen um diese Foundation reißt. Sie hatte ja eine enorme Warteliste und ist auch derzeit oft ausverkauft, weil ich gesehen habe, ich meine, dass sie auf der Originalwebsite vorrätig ist. Das verlinke ich euch natürlich auch in der Videobeschreibung. Und ich gehe mal so meine eigenen Gründe durch und checke somit ab. Das erste war das Markenimage. Und obwohl The Ordinary ja sehr jung ist, das hatten wir ja in dem Video zur Marke ja schon angesprochen, ist, glaube ich, das Vertrauen enorm groß, dass sie einfach das Wissen haben, eine moderne Formulierung zu schaffen, obwohl sie ja sonst nur eine Skincare-Marke sind, aber eben, dass das Know-how und der Wille für eine moderne Formulierung da ist. Der zweite Punkt ist der Preis mit 6,70 Euro, dem offiziellen Preis, in einigen Shops ist sie aber auch teurer, ist das natürlich eine sehr günstige Foundation. Und wenn sie hält, was sie verspricht, wäre das ein Riesending, wie ich finde. 6,70 Euro ist aber natürlich nicht spottbillig. Es geht auch günstiger, aber mit den Attributen der Foundation ist das, denke ich, schon eine große Seltenheit. Punkt 3 ist die Verpackung. Finde ich prinzipiell super. Sie hatte den Pumpspender. Es war ja am Anfang so, als hätte sie eine Pipette, aber ich glaube, das wurde noch nachgerüstet. Die Pumpe ist jetzt nicht die hochwertigste, aber absolut funktional, kein Ding. Und ansonsten ist es schön minimalistisch, leicht, weil sie aus Kunststoff ist, fühlt sich aber nicht billig an, ist halt so leicht mattiert. Und das ist natürlich perfekt auch für unterwegs, da braucht man sich keine Sorgen machen, dass das zerbrechen könnte. Also für die Reise optimal und ich finde, es sieht trotzdem schön auf dem Tisch auch aus, also nicht irgendwie ramschig, bunt, kitschig oder so weiter. Das ist definitiv auch ein Pluspunkt für die Foundation. Punkt 4 ist die Auswahl und ich glaube, das ist die größte Stärke, gerade in diesem Preissegment, nämlich weil sie 21 Nuancen haben. Ich glaube, 2 oder 3 davon sind eine Finish-Abweichung, nämlich dass sie je nach Dunkelheitsgrad so leicht reflektiert, aber ansonsten sind es, sagen wir dann eben, 18 Nuancen, das ist gigantisch, das ist tatsächlich dann auch High-End-Niveau, denn selbst Performance und Price-wise, wenn es da etwas gibt, das mithalten kann, mit dieser Auswahl, glaube ich, kann kaum jemand in diesem Segment konkurrieren. Punkt 5 ist die Logik. Das bezieht sich natürlich auch auf Punkt 4, die Farbauswahl. Allerdings finde ich das für sich eigenständig absolut wichtig, dass man auf einen Blick versteht, welche Farbe man ist. Es sind keine abstrakten Namen nach Nüssen, nach Blumen oder was immer natürlich sehr süß ist, aber sicherlich verwirrend, gerade bei einer Auswahl wie eben um 20 Nuancen. Es ist von 1 bis 3 durchnummeriert, hell, mittel, dunkel und dann immer mit einem Punkt abgetrennt die einzelne Farbeinteilung, also von ebenfalls von hell bis dunkel. Und dann wird noch ein Buchstabe drangehängt für Y für Yellow, P für Pink und N für Neutral. Und in den Fällen, wo noch ein bisschen Glow drin ist, noch ein S hinten dran. So kann sowas zum Beispiel 1.2NS heißen für hell, aber nicht völlig hell, neutral mit leichtem Glow. Dafür gibt es auch eine schöne Chart. Ich verlinke euch natürlich diesen Beitrag, über den ich die ganze Zeit spreche. Dann könnt ihr euch das, als wenn ihr die Foundation noch nicht kennt, durchlesen. Ich glaube, es ist ein schöner Einstieg da. Punkt 6 nannte ich die Rezeptur, weil sie eben reizfrei, parfumfrei formuliert ist und auch hier in Bezug auf Punkt 1 das Image vertraut man natürlich auch dem, dass sie vielleicht ja auch noch ein paar Benefits reinhauen, ansonsten, dass es zumindest der Haut nicht schadet. Es ist leider auch ein relativer Punkt, auf den ich dann zum Schluss nochmal zu sprechen kommen werde. Und Punkt 7 waren für mich die ersten Reviews, die damals schon kursieren. Ich glaube, es wurden PR-Samples rausgeschickt, wenn ich mich nicht irre.
Und die waren relativ positiv. Es war, glaube ich, bei niemandem revolutionär, aber es ist immer eine Sache in Relation zu diesen anderen vorangegangenen Punkten. Nur aber, um auf die Performance zu sprechen zu kommen, wir machen auch heute eine weitere Premiere, nämlich ein Foundation Diary, ein Format, das ich noch lange vor dem Journal selbst als Idee hatte, nämlich mich über mehrere Tage zu begleiten, wie ich dieses Produkt ausprobiere, mit unterschiedlichen Tools kombiniert, mit unterschiedlichen Primern und so weiter. Es ist das erste Diary, also seid gnädig und ich bin mir auch nicht sicher, ob man das viel besser machen kann, wenn man sich auch noch anderen Dingen im Leben widmen möchte. Also es sind so ein paar Lücken, aber ich glaube, es ist dennoch ein bereichernder Einblick, wie so eine Foundation performt an unterschiedlichen Tagen. Also dann mal viel Spaß bei den Aufnahmen. Wir sehen uns aber am Ende natürlich noch mit dem Fazit wieder. Tag 1 meines Foundation Diaries. Es geht los. The Ordinary High Adherence Silicone Primer habe ich als Splitface hier links aufgetragen, hier ohne Primer und die Foundation mit angefeuchtetem Beauty Blender im kompletten Gesicht aufgetragen. Ich habe ungefähr einen mittleren Deckungsgrad erzielt, der mir normalerweise, also an guten Hauttagen ist es okay. Derzeit habe ich aber so von so Pickelchen restliche Rötung und da war die Deckkraft auf jeden Fall nicht ausreichend. Ich habe aber auch stolze 2,5 Pumpstöße, fast 3, gebraucht. Hier ein bisschen konzentriert, aber merkte, dass es sich zumindest so wie ich es gemacht habe, nicht schichten ließ. Rückblickend würde ich sagen, man hätte es gut trocknen lassen können, dann vielleicht nochmal versuchen. Dann wäre es nicht so geschwommen. Also man merkt, es ist ein Sättigungsgrad erreicht. Dann wäre es vielleicht gegangen. Ich glaube aber, es hätte nicht so schön ausgesehen durch das Finish. Ich glaube aber, es ist auch viel verbraucht worden wegen dem Beauty Blender. Aber das wird sich ja in den nächsten Tagen zeigen. Da werde ich auch mal andere Tools ausprobieren. Bitte nicht wundern, ich musste mir die Augen hier komplett abschminken, weil ich die Mascara nicht vertragen habe. Man sieht hier so Ränder und auch hier an der Nase. Aber das hat nichts mit der Foundation zu tun. Ist jetzt natürlich dann nicht völlig aussagekräftig. Man sieht aber jetzt nach 8 Stunden auf jeden Fall ein Unterschied. Direkt nach dem Auftrag war das mit dem Primer hier wunderschön glowig. Ich dachte, hat der mehr drauf, als ich bisher von ihm gewohnt war. Aber das war letztendlich einfach nur eine Verzögerung des Verdunstens des Wassers. Und nach 10 Minuten war dann alles matt und matter, als ich es mag. Und ich finde auch matter, als es bei dieser Deckkraft schmeichelhaft ist. Insbesondere hier, finde ich, war alles deutlich betont, aber grundsätzlich auch der Flaum auf beiden Seiten, da machte es gar keinen Unterschied. Und es hatte sich von vornherein in meine 2 großen Falten und hier abgesetzt. Ich glaube, das ist normal, aber der Primer zum Beispiel hat das jetzt nicht verhindert. Jetzt nach 8 Stunden sieht es ganz anders aus. Ich glänze tatsächlich, T-Zone. Hier auf der Stirn merkt man einen großen Unterschied von mit und ohne Primer. Ohne glänzt es tatsächlich mehr in diesem, bei diesem Licht. Ich war eben aber im Badezimmer, da wurde ich auch erinnert, überhaupt dieses Video nochmal zu drehen. Und da sah das komplett anders aus. Hier wirkte alles, als würde es so ein bisschen obendrauf schwimmen. Es ist deutlich gesammelter in Poren und feinen Linien. Und hier wirkte das alles noch so ein bisschen angenehm. Nicht mehr wie frisch aufgetragen, aber einfach so ein bisschen homogener. Wobei dieser Eindruck bleibt auch bei diesem Licht. Nur eben das mit dem Glänzen war in dem anderen Raum ganz, da ist halt wirklich Nordseite, da ist jetzt nichts mehr an Licht. Halte ich direkt in die Sonne, sieht alles perfekt aus. Das ist der Softbox-Effekt. Perfekt. Ich glaube aber hier jetzt bei diesem Rollo-Sonnenuntergangslicht ist es schon das, was ihr ja auch sicherlich von zu Hause kennt. Und da gefällt mir die Primer-Seite nicht so gut. Einfach weil es alles ein bisschen mehr gesammelt ist und betonter. Eigentlich, als wäre es hier fettiger und es würde dann halt die Hauttextur betonen, was aber im Widerspruch steht mit dem, was auf der Stirn los ist. Alles in allem muss ich sagen, die Foundation per se hier mit Beauty Blender nicht mein mein liebstes Finish, mit dem Primer noch weniger. Schauen wir es, wie es in den nächsten Tagen ist. Hallo am zweiten Foundation Diary Tag. Heute hatte ich die Foundation mit dem Too Faced Hangover Primer verwendet. Der lag schon gerade da, auch wieder auf der linken Seite, auf der rechten Seite nicht. Und essentiell für heute, für einen wirklich soliden Tag, war, dass ich so eine Oval Brush verwendet habe. So viel besser als Beauty Blender. Man braucht viel weniger Foundation, selbst 2 Pumpstöße wären fast schon zu viel. Klar, die Deckkraft war dann trotzdem nicht super Full Coverage, aber deutlich mehr auch als Medium. Nein, das wäre gelogen. Es war Medium. Und reichte mir aber auch vollkommen aus.
sah auch, wie ich finde, deutlich weniger matt aus nach dem Auftrag, auch nach dem Trocknen. Ich vermute, das hängt so ein bisschen mit dem Wasser zusammen, was ja letztendlich auch verdunstet und vielleicht der Haut dann ein bisschen was entzieht. Ist nur Spekulation. Vielleicht war es auch das heutige Klima, dass alles vom Anfang an bis jetzt eigentlich gut aus ist. Klar, ist nicht mehr frisch. Ich habe um den Mund vor allem ja mehrmals abgeschminkt wegen dem Video. Aber es sieht wirklich noch richtig schön aus. Ob jetzt nun künstlich oder noch die Reste vom Tageslicht, die da waren. Also es ist alles so ein bisschen weniger schön, aber immer noch okay. Ich habe auch ein bisschen geschützt. Es war richtig schwül. Mit dem Scheinwerferlicht war das ein bisschen herausfordernd, was das angeht. Aber es sieht einfach okay aus. Dennoch, bei der Foundation ist mir mit und ohne Primer heute wieder aufgefallen, ein bisschen geht es rein in die Poren und vor allem auch an der Nase. Und da ist dieser kleine gelbe Punkt, der sich einfach passt zwar zum Hals, aber eben nicht zum Gesicht, weil das ein bisschen rötlicher ist. Und dann fallen die kleinen Farbunterschiede nun mal auf. Und das habe ich bei anderen Foundations irgendwie nicht. Vielleicht ist dort der Silikongehalt höher. Wir sehen hier ein sehr, sehr undankbares Licht, aber ich glaube, man erkennt, dass es keine durch die Foundation verursachten Bebbes gibt. Klar, die Deckkraft hat so ein bisschen nachgelassen, das Licht von unten betont ein bisschen die Textur, aber okay. So, jetzt haben wir das Licht einmal umgedreht und runtergedimmt. So ein richtiges schönes Spotlight. Aber dann kann man wenigstens jeden Fitzel sehen. Hallo an Tag 3. Heute habe ich die Foundation auf dem High Spreadability Fluid Primer auch wieder einmal auf meiner linken Gesichtshälfte aufgetragen und heute einmal ausnahmsweise die Finger benutzt. Das wiederholt sich auch nicht so schnell. Es dauert mir einfach zu lange, man muss über alle Flächen so oft drüber. Aber von Nachteil war es fürs Finish gewiss nicht und ich glaube, man hat auch deutlich weniger Foundation gebraucht als beide Versionen zuvor. Das Finish sah dann auch sehr, sehr schnell, da hätte ein Pumpstoß vielleicht eineinhalb locker gereicht, um im künstlich gut auszusehen. Das ist auch nicht unbedingt eine Herausforderung, das ist die Besonderheit heute auch. Ich habe mich relativ spät geschminkt, darum, sonst hätte die Kamera das nicht aufgefasst. Und sowohl nach dem Schminken als auch jetzt, nach einigen Stunden, aber nicht allzu vielen, sieht es einfach perfekt aus. Fast. Also man sieht noch so einige Sachen am Kinn. Das verzeihe ich sowieso. Ich würde es für jetzt Video drehen normalerweise ein bisschen mehr vielleicht. Foundation nehme jetzt nicht die, vielleicht einfach eine deckendere. Ich bin einerseits erstaunt, andererseits weiß ich nicht, wie viel wir also wirklich den Lichtverhältnissen zusprechen müssen. Vielleicht liegt es auch ein bisschen an den Fingern, aber das glaube ich nicht unbedingt. Direkt nach dem Auftrag war die Haut auf dem Primer ein bisschen weicher so, aber optisch war ehrlich gesagt kein Unterschied zu erkennen. Jetzt fühlt sich beides gleich an. Sieht auch, wie ich finde, ziemlich gleich aus. Das Problem, was ich immer mit der Foundation habe, dass sie so in den Poren sitzt, sehe ich hier nicht. Liegt es am Licht? Liegt es am Tag? Ist schwer einzuschätzen in so einem Direktvergleich. Ich habe allerdings sehr viel Puder drauf. Also ich habe zweimal nachgepudert mit einem relativ deckenden Puder. Und das Erstaunliche ist, dass es super aussieht. Also man sieht nichts von dem Puder, wie ich finde. Die Nase, da sieht man noch so ein bisschen diese Pünktchen, ist wahrscheinlich nicht zu vermeiden. Was würde ich dafür geben, mich jetzt im Tageslicht zu sehen? So bleibt es bei dem Fazit, dass es in der Konstellation bei Kunstlicht wirklich sehr, sehr nice aussieht. An Tag 4 habe ich wirklich die letzte Datei verloren. Das war schon der dritte Tag, wo mir Dateien fehlen. Den wollte ich aber nicht auslassen, denn hier habe ich gar keinen Primer verwendet und auf einer Seite auch nicht mal Feuchtigkeitscreme. Das Ergebnis ist eine kleine Katastrophe. Ich finde es aber dennoch besonders, weil ich hier den Ebeline Powder Pinsel benutze. Ich habe ja mal schon vor Jahren ein Video gemacht, wie gerne ich damit Foundation auftrage. Das hat sich mittlerweile zwar ein bisschen gewandelt und es hat sich auch bei dieser Textur hier nicht wirklich bewährt, war aber durchaus machbar. Also ich würde sagen, ist meine zweitliebste nach dem Oval Brush. Aber die Haut war hier so trocken auf beiden Seiten. Ich kann mir das auch überhaupt nicht erklären. Es ist noch vor Puder und man sieht
wenn die Haut sich so bewegt, solche diese Trockenheitsfalten. Ich kann es mir nicht erklären, aber es ist eigentlich ein ziemlich aussagekräftiger Tag gewesen, wie ich die Foundation so erlebe. Am Ende des Tages ging es, es hat sich neutralisiert, aber es war dennoch nicht wirklich schön. Heute also der letzte, ich glaube der fünfte Tag. Ich habe meine Haut sehr intensiv eingecremt und werde heute noch einmal den High Spreadability Primer verwenden. Ich wollte eigentlich nur so ein Finale machen und meine liebsten Konstellation, also meine liebste Konstellation auftragen, aber bis habe ich gedacht, machst du doch noch mal Split Face, damit wir uns noch mal überzeugen können, weil an dem Tag, als ich ihn benutzt habe, glaube ich, da hatte ich ja das Eincremen vergessen. Daher verwenden wir jetzt den Primer, der ist auch irgendwie sofort, der sitzt sofort. Ich lege heute, ja, das hat jetzt gut gespritzt, mit einem Pumpstoß los und gucke, wie weit ich damit komme und trage es mit dem Oval Brush auf. Das hat mir ja am besten gefallen von den Methoden. Der Verbrauch ist zwar ein bisschen größer als zum Beispiel mit Finger, aber geht so viel schneller und ist genauer. Daher. Ich muss doch noch mal nachlegen. Mal gucken, wie wir mit dem zweiten Pumpstoß zurechtkommen. Also zur Farbe würde ich auch gerne noch sagen, dass ich sie recht hell finde, wenn ich sie auftrage. Aber in der Regel beim Trocknen, wenn alles Basis auch verdunstet ist, wird es, glaube ich, deutlich passender vom Helligkeitsgrad. Leider gibt es ja 1.0 nur als Neutral oder Pink, wenn ich mich nicht irre, leider nicht als Yellow und das merkt man leider dann hinterher. Es ist zwar noch okay, vielleicht ist es in der Tat neutral, aber im Kontrast zu meinem gelben Hals betont es natürlich die pinken Anteile und wirkt dann nicht ganz so matchy, wie ich es gern hätte. Leider auch nicht so, also mit Puder ist es eh dann schwierig, nochmal das auszubessern. Die zwei Pumpstöße haben perfekt ausgereicht, auch um eine leichte zweite Schicht nochmal aufzutragen. Einen minimalen Unterschied bemerke ich zwischen den Seiten, nämlich dass da, wo der Primer ist, der Flaum so ein bisschen betonter ist. Er bildet so einen leichten Schleier irgendwie, so einen Farbschleier, so einen hellen. Ansonsten habe ich aber das Gefühl, dass es hier ein bisschen feiner aussieht. Alles in allem ist das Finish auch wieder hier so ein Müh zu trocken für meinen Geschmack. Reflex ist kaum da, also zu wenig für auch. Ich hätte gern Tat mehr, aber das kann man natürlich dann nochmal mit Highlighter nachsetzen. Nun bin ich sehr gespannt, wie es heute zum Ende des Tages aussehen wird. Ja, und jetzt seht ihr die Foundation mit dem Make-up bei Kunstlicht. Das war ein ganz schönes Hin und Her. Also kurz zum Foundation Diary. Wie gesagt, es ist das erste Mal. Und mal abgesehen von den kleinen Makeln, die dieses Format hat, es ist wirklich nicht easy, das in den Alltag einzubringen, finde ich, so viele Tage über hinweg. Denn gerade wenn man vielleicht nicht hundertprozentig zufrieden ist, sagt man sich am vierten Tag so, oh Mann, ja scheiße, heute wieder ein Tag damit im Gesicht. Und darüber hinaus da auch einfach dran zu denken, im richtigen Augenblick zu filmen, noch wenn das Licht da ist, ist kompliziert. Und am allerwichtigsten ist einfach, dass noch der Vergleich fehlt. Dass man sagen kann, hey, es ist ähnlich wie die Foundation, die ich damals so nah an der Kamera gefilmt habe, da sah das so ähnlich aus. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Es braucht einfach Zeit, das Ganze zu optimieren. Und ich denke nicht, dass es etwas ist, das ich wirklich jede Woche durchziehen kann. Das würde mir sehr, sehr schnell den Spaß an Make-up nehmen. Ich hoffe aber, ihr seht ähnlich wie ich ein Benefit darin. Denn ich glaube, so herauszukitzeln, welche die richtigen Tools sind, die richtige Kombination, das tut auch mir gut für eine Foundation, weil man das sonst ja eher so diffus und intuitiv gemacht hat. Hier hat man so wirklich haargenau hingeschaut. Und ihr habt es herausgehört. Also begeistert bin ich nicht. Also ich finde diese Foundation absolut solide. Und ich halte sie unter Anbetracht der Punkte, die ich am Anfang genannt habe, für eine wirklich gute Option, Alternative, gerade wenn das Budget gedeckelt ist. Die Konkurrenz dazu unter 10 Euro, Catrice, Essence, Rival de Loop, was gibt es da noch, Maybelline und so weiter. Selbst wenn es performance-wise besser zu euch passt, schlechter zu euch passt, diese Farbauswahl ist absolut ein Knackpunkt, wo ich finde, es ist einen Versuch wert. Und man mag sich natürlich auch ärgern, dass man sie nicht vor Ort testen kann. Aber ganz ehrlich, hast du nur vier Nuancen, die du testen kannst, oder 21,
bei denen du über ein sehr klares System eine halbwegs passende hast, wo ist die Chance größer, dass es passt, ne? Und ich denke, es gibt mittlerweile auch Möglichkeiten, sowas zu tauschen oder sich drei zu kaufen und die zwei, die nicht passen, dann vielleicht weiterzugeben. Und dann hat man zumindest auch eine ganze Weile Ruhe. Mischen ist natürlich auch noch eine Option. Ich glaube, das ist etwas, was The Ordinary wirklich machen könnte. Ein reines Weiß dazu packen. Ich glaube, eine ganz dunkle Nuance zum Abdunkeln ist auch, gibt es, das funktioniert. Aber das Weiß, ich glaube, das würde auch ideell dieses Sortiment wirklich, wirklich bereichern. Und die Stärke dieser Foundation sind für mich diese sieben am Anfang genannten Punkte, auch wenn ich hier auch zu der Formulierung noch was sagen wollte. Man hat ja mittlerweile gehört, dass einige Menschen sie nicht so gut vertragen und Breakouts kriegen. Dann entsteht so ein Kampf, das kann gar nicht sein, und Studien und die Leute. Also, wenn Leute davon denken, Pickel zu kriegen, da reicht ja eigentlich auch schon der Placebo- oder Nocebo-Effekt, dass es einfach keinen Spaß macht mehr, sie anzuwenden. Viele sehen die Ursache für die Unverträglichkeit in diesem Kokosbestandteil. Es ist aber auch noch Bismut enthalten. Das ist ja so ein, ich glaube, leicht reflektierender Talkumersatz, der aber auch dafür bekannt ist, dass viele, überdurchschnittlich viele, ihn nicht vertragen. Und das hätte ich tatsächlich nicht erwartet. Ich habe mich zu Beginn damit nicht so arg auseinandergesetzt. Und das ist der Knackpunkt. Man vertraut DCM ja eigentlich, dass sie reizfrei formulieren. Und das ist natürlich etwas anderes als ein ätherisches Öl oder viel Alkohol. Aber dennoch, wenn diese Produkte, beziehungsweise Bestandteile durchaus statistisch so einen Ausschlag geben, hätte ich tatsächlich nicht gedacht, dass sie es einbauen. Ich glaube, es gibt so einen Reddit-Beitrag, wo Leute sich wirklich empören, weil The Ordinary reagiert hatte. Ja, in Studien wird gesagt, das ist nicht komedogen, ihr könnt also keine Pickel davon bekommen haben. Das ist natürlich dann ein ziemlich größer Image-Schaden, aber ich glaube, der Kundenservice ist eher so eine Downside bei The Ordinary. Ich weiß nicht, ob man das in Relation zum Preis setzen kann. Oder ob es nun einfach auch eine gewisse Arroganz ist, das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Die Einstufung Semi-Matt ist, glaube ich, je nach Typ. Ich glaube, so ein wirklich normaler bis leicht öliger Typ wird sie vielleicht auch als solche empfinden. Da ich, obwohl ich Mischhaut habe, empfinde ich sie eigentlich als rein matt. Was aber nicht so auffällt, einfach weil sie sehr leicht, dünn und wenig deckend ist. Und dadurch wirkt es nicht so plakativ matt, wie so, ihr kennt diese pastösen, supermattierenden 90er-Jahre-Foundations. Daher stuft man sie vielleicht nicht so schnell so ein. Für mich ist es auf jeden Fall mattierend, einfach weil sie von sich aus bei mir keinen eigenen Reflex schafft. Und dann wirklich irgendeine Art von Luminizer wäre für mein Wunschergebnis auf jeden Fall notwendig. Und die leichte Deckkraft, die auch viele beschreiben in Reviews, habe ich den Eindruck, bei mir war sie ein bisschen höher, was aber eben vielleicht auch mit der Mattierung einhergeht, dass das Ganze dann noch so ein bisschen deckender wirkt. An Tagen wie vielleicht auch jetzt wäre das wirklich eine gute Deckkraft, mit der ich leben kann. An Tagen, wo ich dann wirklich so Pickel und so hatte, ist es mir deutlich zu wenig, weil es dann, klar, dass es ein Pickel nicht wuppen kann, das ist für mich absolut okay, dafür sind Concealer da. Dennoch, selbst die leicht so Rötung, das muss für mich eine Foundation dann schaffen. Es ist daher schon vom eigentlichen Standpunkt nicht die optimale Foundation für mich. Ich halte sie nicht für eine luxuriöse Formulierung. Ich finde, man merkt die an, dass man hier auch eben auf reizfreie Formulierung gedeckt hat. Denn viele Produkte, die vielleicht so ein bisschen ein schönes Feeling beim Auftrag und eine schöne Optik sorgen, sind natürlich auch so ein bisschen strittig. Sei es, dass es der Alkohol ist, der dafür sorgt, dass alles sofort gesettet, schön mattierend und gleichmäßig wirkt. Aber es ist natürlich nicht allzu empfehlenswert. Und vielleicht ist es auch das ein bisschen geringer dosierte Silikon, das ich ja sehr gerne mag in Produkten, das mir hier so ein bisschen fehlt im Finish und auch so ein bisschen in der Kombination aus Deckkraft und Textur. Wo ich auch einen großen Knackpunkt sehe, ist die Haltbarkeit. Was mich allerdings daran auch stört, ist eben die Haltbarkeit, die. Ich weiß nicht, ob ich sie beobachtet hätte, wenn ich nicht dieses Diary gemacht hätte. Und daher fehlt mir, darauf habe ich mich bezogen, als ich es vorhin erwähnte, es fehlt mir der Vergleich zu anderen Foundations, dass ich abends nochmal sehr genau hingucke. Und ich kann daher nicht sagen, dass die Foundation, die ich jetzt intuitiv lieber mag, ob die diese Haltbarkeit auch gewährleisten können. Aber es war immer vielerorts weg und ich kann mich nicht erinnern, zu geschnieft zu haben.
Ansonsten sammelte sich das Ganze ja auch in den Falten relativ schnell, in den Poren, mal, also abhängig vom Primer oder nicht, trotzdem so ein bisschen in den Poren. Ein Bild, das nicht meinem Optimum entspricht und das ich dem zuschreibe, dass nicht so viel Silikon enthalten ist wie in anderen Foundations, die ich mag. Zumindest vermute ich das. Und so negativ das auch klingen mag, ich finde die Foundation trotzdem gut. Ich kenne bessere, die aber eben teurer sind. Oder eigentlich die größte Konkurrenz in meiner Sammlung sind die Cushion Foundations. Ihr wisst ja, wie ich die mag. Die sind, wenn sie aus Korea kommen, auch wirklich toll formuliert. Anders, aber trotzdem mild. Die haben auch Benefits für in Skincare und vor allem auch SPF, der höher ist als dieser. Und dadurch, dass man den ja bei der Menge eigentlich nie erreichen kann, sind die SPF 50, die Cushion Foundations aus Korea bieten, doch nochmal ein bisschen ein positiver Aspekt. Und es sieht einfach viel schöner an mir aus. Es ist dewy, es deckt nicht mehr, aber es sieht schöner aus. Und daher sind das die beiden Konkurrenzprodukte in meinem Portfolio und ich würde ohne zu zögern immer die Cushion Foundation, ich mag auch die von L'Oreal sehr gerne, würde ich immer diesem Make-up vorziehen. Und daher wäre mein Gedanke, auch eher bei öliger Haut, sich vielleicht das hier anzugucken. Ihr fragt euch dann sicherlich, Full Coverage Foundation, vielleicht ist das was für dich. Natürlich habe ich die bestellt und die habe ich mir dann auch gleich in zwei Varianten bestellt. Doch bei den ersten Tagen, an denen ich beide probiert habe, war klar, dass ich die Full Coverage Foundation noch schlechter finde. Es trifft auf sie im Prinzip das Gleiche zu wie hier, nur dass sie noch matter, noch stumpfer an mir wirkt und auch so eine leichte Tendenz zu Cakiness hat. Vielleicht ist dieses Make-up auch eine Option, gerade wegen der Farbvielfalt, um gemischt zu werden. Mir ist das zu umständlich, ganz ehrlich. Aber wenn mein Budget gedeckelt wäre mit 10 € für 2 Monate oder so, wäre es ganz ehrlich, ohne die Cushion Foundations jetzt die allererste Adresse, an die ich gehen würde, weil es ist so schön wegen den Farben. Und ganz ehrlich, so ein Finish, das mag ja vielleicht nicht perfekt aussehen. Wenn die Farbe nicht stimmt, ist es einfach noch schlechter. Ihr seid herzlich eingeladen, auch eure Erfahrungen zu teilen, positiv oder negativ. Alles ist bereichernd. Stellt super gerne eure Fragen und ansonsten hinterlasst unbedingt ein Däumchen für diese sehr aufwendige Foundation Diary. Abonniert den Kanal mit Notifications, wenn es euch interessiert. Hier die komplette Playlist, hier das Auf-Donnerstag-Video von letzter Woche und hier das Video von gestern. Damit seid ihr absolut bestens abgedeckt. Morgen sehen wir uns nicht. Morgen ist freier Tag und dann sehen wir uns am Samstag am Chatterday. Bye bye!